Und willkommen bei Nostalgisch TV. Ich bin der nostalgische Typ und manche Erinnerungen können wehtun. Und ein abermaliges Hallo Halli zu einer neuen Ausgabe von Die Quick Keys. Ich liebe theoretische Szenarien. Was wäre das Leben ohne die Was-wäre-wenns? Was wäre, wenn die Nazis die Weltherrschaft an sich gerissen hätten? Was wäre, wenn eine Truppe aus Leuten, die aus dem Ku Klux Klan herausgeflogen sind, weil sie zu fanatisch waren, eine fliegende Stadt errichten würden? Was wäre, wenn Nord- und Südkorea sich wieder vereinen und die USA angreifen würden? Es wäre total absurd und unplausibel, aber ich weiche vom Thema ab. Die Sache ist einfach die, dass ich es liebe, mich voll und ganz in fiktive Welten zu verlieren und die Stunden einfach vorbeiziehen zu lassen. Und es ist ja nicht so, als würde ich irgendwas verpassen. Ja, das Leben wäre wirklich traurig und fade, wären wir nicht dazu in der Lage, nur mit der Kraft unseres Verstandes Schlösser zu richten, alles Geld zu verbrennen und dann die Zukunft zu kennen. Wo wir gerade von Zukunft sprechen, Command & Conquer spielt auf einer Erde, in der der Dritte Weltkrieg bereits ausgebrochen ist. Und dieses Mal ist es keine von den üblichen Verdächtigen, sondern eine Geheimgesellschaft, von der die Welt noch nie was gehört hat. Die Nord, eine politisch motivierte Quasi-Sekte, die den Absturz des Kometen, der alles verändert hat, vorhergesagt hat und daher glaubt, einen Anspruch auf die Weltherrschaft zu haben. Oh bitte, fühlt euch nicht zu toll, es hätte genauso gut der Orden des ewigen magischen Toasters sein können, der mit seiner Prophezeiung richtig lag. Ein Club, der glaubt, dass eines Tages ein gigantisches Raumschiff in Form eines Toasters auf die Erde stürzt, damit wir alle für den galaktischen Herrscher Gargantus getoastet werden. Er verspeist jeden Morgen einen Planeten und zwei Fruchtsäfte. Besagter Komet enthielt eine Aliensubstanz namens Tiberium, eine Art Kristallpflanze, die Nährstoffe und Metalle wie ein Schwamm aus dem Boden saugt und damit im Grunde genommen sämtliche Bergbauunternehmen und Ölgesellschaften der Welt obsolet macht. Die Nord, wegen ihrem Vorwissen von dem Kometen, wussten, dass das Tiberium mächtig ist, weshalb sie dafür sorgten, eine gewaltige Menge unter ihre Kontrolle zu bringen und so große Teile der Welt zu erobern. Mit ihrer fanatischen Selbstüberzeugung und ihrem Propheten Kane glauben sie nun, dass ihnen nichts mehr im Weg steht. Ich liebe es einfach, wie dieser Kerl eine Kombination aus allen 80er und 90er Jahren Superschurken-Klischees ist. Er hat eine Glatze, er hat einen Zickenbart, er trägt einen Trenchcoat, er sieht leicht russisch aus, er redet nur über Videoaufnahmen mit einem und sein Profilbild sieht so aus! Das Leben ist ein Zirkus, wenn man nur dazu bereit ist, das kostenlose Ticket anzunehmen! Nachdem die Nord eine Reihe von brutalen Anschlägen auf der ganzen Welt verübt, merken die Nationen der Erde auch so langsam, dass eine Gruppierung bestehend aus Mitte 40er Jungfrauen mit Aluhüten irgendwie ihren Unterhaltungswert verliert, wenn aus 12 plötzlich ein paar Hunderttausend werden und sie sich Kalaschnikows kaufen. Wow, eine wirklich perfekt treffende Analogie für den Islamischen Staat. Weil die Welt keinen Bock mehr auf die ollen Terroristen hat, gründet sie die GDI, die Global Defense Initiative. Auch bekannt als America! Nun entbrennt ein erbitterter Kampf zwischen den beiden Organisationen, in dem beide mit Hilfe des Tiberiums finanzielle Mittel in unvorstellbaren Summen erwirtschaften und das Wort Krieg eine ganz neue Bedeutung geben. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Command & Conquer ist neben seiner Story, von der ich mir heute noch nicht sicher bin, ob sie Parodie oder ernst gemeint ist, ein wirklich echt gutes Echtzeit-Strategiespiel, das schnelle taktische Entscheidungen, ausgeklügelte Schlachtpläne und Aufmerksamkeit verlangt. Ein Fehltritt kann schon der letzte sein, aber genau deswegen gehört Command & Conquer auf jeden Fall auf den Stapel der besseren Spiele. Ich bin der nostalgische Typ und manche Erinnerungen können wehtun. We are going to have to act if we want to live in a different world.
Game over.